Liebe Freundinnen und Freunde, viele von euch haben Kinder oder sind vielleicht schon Enkel oder haben Freunde mit Kindern. Bis zu 2000 Mal fällt ein Kind hin, bis es laufen gelernt hat. 1999 Mal davon steht es wieder auf, mit einer irrsinnigen Motivation, das irgendwie hinzukriegen, laufen zu lernen. Und ja, wir sind vor einem Jahr hingefallen. Entscheidend ist aber, wir sind wieder aufgestanden und wir sind dabei, weiter aufzustehen. Und Verantwortung dafür zu haben, heißt auch, zu überprüfen, zu analysieren, aus Fehlern zu lernen, die Dinge besser zu machen, seine Frau zu stehen, im Übrigen als einzige Parteivorsitzende der Landtagsparteien hier in NRW, darum geht's. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir sind doch auf einem guten Weg. Wir haben im letzten Jahr 1000 neue Mitglieder gewinnen können. Die Antragsfülle von diesem Parteitag, endlich ein Parteitag, wo wir wieder inhaltlich miteinander debattieren können, zeigt doch, in uns stecken noch immer die Ideen und die Lust, die auch zu beschließen und uns zu positionieren als Grüne. Und zusammen mit einem starken Bundesverband schaffen wir es, das Vertrauen zurückzuholen. Und ich, liebe Freundinnen und Freunde, werde mich nicht damit zufrieden geben, die kleinste Oppositionspartei in Land und Bund zu sein. Die Europawahl steht vor der Tür, die Kommunalwahl steht vor der Tür. Und Leute, wir werden verdammt noch mal gebraucht da draußen. Was diese Woche im Bundestag passiert ist, Seehofer, Söder, Dobrindt, Scheuer, dieser traurige Abklatsch eines bayerischen Viergesangs, die sagen Nein zu Europa. Die sagen Nein zu einem Miteinander. Ich meine, wie verzweifelt müssen die vor einer Landtagswahl sein, um zu solchen Mitteln zu greifen? Wie die Sterne so schön sagen, was hat die bloß so ruiniert? Es gibt Verunsicherung in der Gesellschaft, bis weit in die Mitte, bis in unsere Mitgliedschaft, bis in unsere Wählerinnen. Ganz sicher die falsche Antwort darauf ist, mit repressiven Polizeigesetzen zu reagieren, so wie es Innenminister Reul hier gerade macht. Das bedeutet, den Populisten hinterherzurennen. Es ist nämlich nachvollziehbar, liebe Freundinnen und Freunde, dass ich verunsichert werde, wenn meine Wohnung, mein Zuhause ein Spekulationsobjekt geworden ist, wenn ich mit meinen Freunden und meiner Familie nicht mehr ins Freibad gehen kann, weil das Geld für die Sanierung nicht da ist. Wenn ich am Land vor einer Bushaltestelle stehe, aber kein Bus mehr kommt und deswegen ich ohne Auto da nicht mobil sein kann, dann, liebe Freundinnen und Freunde, merken wir, dass wir gerade nicht leisten das gleiche Recht auf Sicherheit und auf Gerechtigkeit. Das muss Demokratie nämlich leisten. Ein sicheres Leben für allen. Sonst ist der innere Frieden in Gefahr und die autoritären Kräfte gewinnen den Zulauf. Und die rechtsextremistische AfD zeigt doch gerade, was sie macht, wenn sie die Bühne hat, um zu spalten, um völkische Propaganda in die Welt zu blasen. Ihr wisst aus euren eigenen Erfahrungen, was ich damit meine. Und ich kann euch sagen, ich weiß auch, wie das ist. Und ich möchte euch dafür danken, dass wir unsere Haltung dabei nicht verlieren, dass wir uns dem entgegenstellen und dass wir sagen, Rechtsextremismus, Populismus, eine AfD hat in einem Nordrhein-Westfalen in unserer grünen Vorstellung eines Zusammenhalts in der Gesellschaft nichts zu suchen. Ja, der Staat kann nicht alles regeln und das soll er auch nicht. Aber geht mal im Berufskolleg oder erinnert euch mal, wie die Bahnhöfe aussahen auf dem Weg hierhin oder wie lange ihr bei euren Einwohnermeldeämtern warten müsst, bis ihr mal einen Termin kriegt. Einen starken Staat erkennt man nicht an Tasern, an Polizistinnen und Polizisten. Einen starken Staat erkennt man an ausreichend Personal in den öffentlichen Institutionen, damit man sich um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger kümmert. Einen schwachen Staat können sich nur Reiche leisten. Und das ist mein Vorwurf an die aktuelle Landesregierung. Bei diesen sprudelnden Steuereinnahmen und dem zusätzlichen Geld aus dem Bund für NRW, da ist es falsch, phlegmatisch zu sein und einfach die Dinge zu verwalten. Da ist es
schlimm, dass Lindner mit seinem Entfesselungs- und Entbürokratisierungswahn eigentlich nur sagen will, weiterhin Schwächung der öffentlichen Hand. Da wäre richtig, eine richtige Offensive für öffentliche Räume, für öffentliche Infrastruktur, für öffentliche Institutionen zu fordern und das in die Wege zu leiten. Denn die Digitalisierung, liebe Freundinnen und Freunde, die findet gerade statt, ob wir da sind oder nicht. Ich sage euch, es ist unsere Aufgabe, jetzt als Grüne zu sagen, lasst uns politisch werden dabei. Lasst uns diesen Umbruch gestalten. Das muss nicht einfach passieren. Und wir sind diejenigen, die klar machen wollen, Facebook und Google sollen nicht entscheiden, wie eine gemeinwohlorientierte Zukunft wohl aussehen kann. Dafür braucht es Politiker, dafür braucht es die Grünen und dafür sollten wir uns auf den Weg machen. Und dass wir dafür notwendig sind, zeigt doch der Koalitionsvertrag im Bund wie im Land. Und wenn ich damit sage, Umwelt- und Klimaschutz finden da so gut wie nicht statt, dann wisst ihr, weil ihr es alle kennt, dass ich damit recht habe. Parallel passiert aber die Klimakrise. So, und die wartet nicht darauf, ob es mutige Politik gibt oder nicht. Die Digitalisierung gibt uns die Möglichkeit zu sagen, lass uns Nachhaltigkeit nochmal neu denken. Lass uns effizienter, ressourcenärmer werden in unseren Wirtschaftsprozessen. Und wenn ich, liebe Freundinnen und Freunde, in diesem Zusammenhang dann an der Seite stehe, wo wir immer stehen, am Hambacher Wald, dann tue ich das in vollster Überzeugung, weil RWE tut noch immer alles, die Konzerninteressen gegen jede Vernunft und jede Faktenlage einfach durchzusetzen. So, wir müssen aber schneller aus der Kohle raus und wir wissen, dass 2 von 3 Nordrhein-Westfälinnen und Nordrhein-Westfalen da an unserer Seite stehen. Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, dass wir mehr werden, die klar machen, wir wollen diesen Umbau im Rheinischen Revier, wir wollen diesen Kohleausstieg und deswegen gehen wir in die Region und erarbeiten mit denen, die dort wohnen, die dort arbeiten, zusammen eine Idee, wie wir uns das vorstellen und die erstreiten wir dann so ambitioniert, wie wir jetzt für den Kohleausstieg streiten. Unser Ministerpräsident Laschet präsentiert sich ja gern als Anti-Atom-Aktivist und ja, ich glaube ihm das sogar, dass ihn das beunruhigt, mit quasi so einem Bröckelreaktor aus Belgien in seinem Vorgarten. Aber wo ist denn die Forderung und der durchgesetzte Brennelemente-Exportstopp aus Gronau nach Tihange, nach Dohl? So, jede Woche, liebe Freundinnen und Freunde, Störfallmeldung aus einem dieser Reaktoren, jede Woche, da ist keine Zeit dazu, da zu lamentieren. Da muss man seine Möglichkeiten einzuwirken auf die Landesregierung, auf die Bundesregierung vor allem nutzen als Ministerpräsident. Und wir haben uns, die Aachener und wir zusammen, haben uns getroffen mit Ecolo und mit Grünlinks unten in Lüttich und haben gesagt, wir wollen gemeinsam eine europäische andere Energiepolitik einleiten. Wir wollen raus aus Kohle und Atom. Und deswegen ist diese Tour Becquerel so wichtig, weil das wieder ein Zeichen ist. Europa hat eine gemeinsame Idee für eine Zukunft in der Energieversorgung. Und dafür gehen wir für die Sache zusammen, für Europa, auf die Straße, aufs Fahrrad. Und dafür hoffe ich, ganz viele von euch auch zu sehen. Wie werden unsere Lebensmittel produziert? Eine gute Frage, ne? Wir wissen, dass es anders geht, als es im Moment läuft. Das wissen wir von den vielen gut funktionierenden, wirtschaftlich erfolgreichen Biohöfen. Aber die Agrarwende braucht auch die konventionellen Landwirte dabei. Und ich sage euch, als mir ein Mitte 60-jähriger Milchbauer mit Tränen in den Augen gegenüberstand und mir erzählte, dass er nach 300 Jahren seinen Hof jetzt loswerden muss, weil er es nicht mehr schafft, den wirtschaftlich zu halten. So, dann berührt mich das. Wenn ich bei meiner Schweinefleischreise vom Großstall bis zum Schlachthof sehe, unter welchen Bedingungen da aktuell produziert werden muss, für Mensch, für Tier und für Natur. Wenn ich mit den Jungbauern diskutiere, wie in der Landwirtschaftsschule in Borken, und die mir von dem kaum vorstellbaren wirtschaftlichen Druck erzählen, der auf den Höfen liegt, die sie so gerne übernehmen würden, an liebe Freundinnen und Freunde, dann muss es uns gelingen, dass wir diejenigen sind, die klar machen, dass wir eine andere Art und Weise der Lebensmittelproduktion brauchen, einer Lebensmittelproduktion, die global läuft, für die Menschen, für die Tiere und für die Natur.
Wir haben heute noch einige Anträge, die sich mit Insektensterben und Artenvielfalt beschäftigen. Auch die, liebe Freundinnen und Freunde, da braucht es uns zusammen mit den Imkern, mit den biologischen Stationen, mit dem Brauereiverband, mit den Wasserwerken, dass wir ein Bündnis schmieden für ein pestizidfreies Nordrhein-Westfalen, weil der eigentliche Gegner doch Bayer und Monsanto heißt. Lass uns dahin gehen, wo es passiert, wo gezeigt wird, sozial, ökologisch und liberal. Das ist in einer Klammer möglich. Das setzen wir um. Wir gehen raus in die Gesellschaft. Wir reden mit den Leuten. Wir suchen da, wo Innovationen passieren, weil wir damit glaubwürdig die Agenten des Wandels sein können. Lass uns aufbrechen zu neuen Ufern für Europa, für Einigkeit, für Recht und Freiheit, so überzeugend wie nie und so überzeugt wie nie. Lass uns die zu uns holen, die unsere Ziele teilen. Und das sind viele, auch Nicht-Parteimitglieder, die das tun. Lasst uns denen Angebote machen. Lasst uns global denken und lokal handeln. Und dass jede und jeder Einzelne eben doch den Unterschied machen kann. Lasst uns das klar machen. Dafür biete ich mich an, für euch als eure Parteivorsitzende hier in NRW. Ich möchte das furchtbar gerne weiterhin sein und mit euch zusammen durchstarten. Dafür werbe ich um euer Vertrauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus